Spinnfischen. Ich befinde mich hier an einem Fluss in Irland und hier kann man zum Beispiel sehr gut Forellen fangen. Spinnfischen an dem Fluss ist etwas, was zum Beispiel ziemlich gut funktioniert. Ich benutze hierfür einfach einen Spinner von der Größe 1 bis 3 und danach ein Fluorcarbon-Vorfach und danach eine geflochtene Schnur. Holy Jesus, der war ja riesig. Ich habe den gesehen. Das war eine Riesenforelle. Ah, da ist das. Ah, eine kleine Forelle. Ah, sehr schön. Bitte bleibt dran. Dann wäre das meine erste hier. Sehr schön. Oh, meine Kraft. Flussmonster. Oh, die ist ja wunderschön. Sieht sie an. Wunderschön. Ja, da hängt sie. Ja, nein, der hat ihn genommen. Das kann nicht wahr sein. Wieso habe ich. Wieso? Ich glaube, ich muss den Maps nehmen. Ich glaube, irgendwie. Beim Spinnfischen konnte ich sogar einen Lachs fangen auf einen Zweier-Map-Spinner, der eigentlich für Forellen gedacht war. Dieses Oh. Bild seht ihr jetzt. Schleppfischen. Wenn man mit dem Boot hinausfährt, sollte man ein bisschen auf das Wetter schauen, weil wenn dann plötzlich ein starker Wind aufkommt und die Wellen höher werden, ist man wie hier zum Beispiel haben auf dem See, schon mal schnell in einer gewissen Notlage. Darum sollte man immer ein bisschen vorausplanen. Ja. Was auch gut funktioniert, ist, wenn man mit dem Boot schleppt. Hierfür habe ich eine Rute von 10 bis 40 Gramm genommen und genau das gleiche Vorfach, da hinten einfach einen Dreierspinner, dann einfach dem Ufer nachschleppen. Wir konnten somit Barsche, aber auch verschiedene Forellenarten fangen. Das kommt jetzt. Beim Trolling mit dem Boot fuhren wir raus und schleppten Köder hinter uns her, mit einem genügenden Abstand zum Ufer, an dem jedoch die Fische noch gut zu erreichen waren. Oder wo noch funktioniert? Wir fingen oft Barsche, aber auch Forellen gingen ab und zu an den Haken. Die richtige Geschwindigkeit ist sehr wichtig, aber auch der richtige Abstand. Das liegt an dem Wobbler, das liegt an dem Wobbler. Was? Dass die schwimmen, weil die Wobbler wackt die Schaufel, oder? Nein, das ist die Schaufel können. Ja. Da hat es mich wieder mir gegeben, das liegt an dem Wobbler. Ja, eben. Genau. Und steht da wackt die Schaufel oder so. Aber sie wird sich probieren, gell? Ja, aber am Anfang schon. Ja, am Schluss kannst du sie halt drinnen ziehen. Oh, der ist aber gut für die Größe. Oder? Ja, ja, der ist jetzt ein bisschen grösser. Aber immer noch nicht das, was wir eigentlich wollen. Nein, wir haben ja genug. Fisch, der ist gut. Oh Gott, der ist gut. Ey, der ist windsteil. Jetzt macht er nichts mehr, jetzt ist auch nur noch schwer. Aber mehr als der vorher. Ramsey ist nicht. Aber nimmst du die Kescher?
weiß gar nicht, wie man drauf ist, aber fertig. Genau, da muss der Wind kommen. Da runter. Oh, schön vor allem. Oh, schön hier rum. Tada. Ja, die Brotsammler. Ja, Fisch. Ja, dann kannst du weiterfahren. Ich kann mir den Bock noch trauen. Das ist etwas. Oh, ich nehme schon 30 Minuten Aufmerksamkeit ab. Ah. Mit der Bekäschere dann? Da rein. Jetzt kann man zweiter Bissen. Da runter. So, das wird ein bisschen barisch, oder? Ja. Wahrscheinlich, ja. Sieht so aus. Hallo. Naturköderangeln. Das sieht nach Bissen aus. Ja, oh, da ist was. Mal schauen, was das ist. Schön. Da habe ich eine Rotfeder. Ja, das ist eine Rotfeder. Beim Angeln mit dem Schwimmer konnte ich auf Brot und kleine Haken Rotfedern fangen. Da geht sie wieder. Super. Ich benutze diese Haken der Größe Nummer 12. 16 mm Vorfach, 50 cm. Eingeworfener war direkt dran. Da war keine Sekunde. Wieder so eine Rotfeder. Das Wichtige ist immer die Hände zuerst nass machen, damit die Fische sich nicht verletzen. Fische hier einen Schwimmer und einen Vorfach und einen kleineren Haken. Ich befestige einfach Brot dran. Und wie man sieht, es labert hier alles voller Weißfische. Es ist eigentlich, glaube ich, gar nicht möglich, keinen zu fangen. Ja. Da ist er dran. Jetzt hängt er. Das ist ein kleiner. Wieder eine Rotfeder. Yes. Fliegenfischen. Das Fliegenfischen auf Rotfedern macht Spaß und ist ideal, um das Fliegenfischen zu erlernen. Die Rotfedern standen oft etwas weiter draußen, wodurch man etwas werfen musste. Ja. Auf die Rotfedern ist einfach noch ein Stück cooler und interessanter als mit dem Schwimmer. Wenn ich kriegt auch ein bisschen mehr Skill. Ja. Thank you.
nehme die richtig. Ja. Rotfeder auf Fliege. Wuhu! Nur zu blöd zum Grillen. Ach, wunderschön. Ja, yes, das ist mein erster Fisch in freier Wildbahn am Fliege. Ganz kleine Rotfeder. Vor allem hier in diesen flächeren Bereichen ist es sehr interessant. Man sieht die Rotaugen richtig, wie sie immer Fliegen von der Oberfläche wegschnappen. Hier kann man super mit der Fliegenrute Rotauge fangen. Und ist auch ein gutes Training, wenn man generell das Fliegenfischen lernen will. Zum Beispiel ich bin noch nicht sehr gut darin. Ich fische hier eine Fliege, die habe ich hier im Laden gekauft. Vorfach. Was ein bisschen dicker ist, als es eigentlich sein sollte. Das heißt, es fällt ein bisschen mehr auf, aber es hat hier viel Pflanzen. Und sonst hätte ich die ganze Zeit Abrisse. Der Wurf hängt. Ja, die hängt. Oh ja. Der Köder, der hier funktioniert, den nehmen Sie. Schöne Forelle. Spezielle Zeichnung, nie gesehen, wirklich.